So, veränderte Kulisse. Das Schöne an dem Symposium hier vom VDA ist ja, dass man der Kreis nie zu groß ist und dass man auch einen großen Wert auf den Austausch legt. Wir haben ja schon gesehen, bei den Vorträgen haben wir durchaus eine genügend Zeit gehabt, auch für die Diskussion. Und jetzt wollen wir auch mal eine Stunde uns nehmen, um miteinander mal über dieses Thema, was wir hier diese zwei Tage haben, Astrologie und Medizin, zu diskutieren. Und jetzt in dieser Runde unter dem Schwerpunkt, wo stehen wir heute mit dem Einsatz der Astrologie im Heilungsprozess, im Behandlungspfad? Ja, jetzt. Wir haben schon. Anfang. Bitte? Am Anfang. Entschuldigung. Dann werden wir schon am Anfang, ne? Kommen nicht vorwärts. Um das mal anzuknüpfen, eigentlich würde ich sagen, fangen wir gerade mit der Astrologie an. Seit der Einführung von Computern, wo quasi jeder sich ein Horoskop ausdrücken kann, das quasi massentauglich wird. Weil vorher war das ja beschränkt auf irgendwelche wenigen Gelehrte, die sagten, alles die Hand auszurechnen, weil da auch noch vieles falsch. Eigentlich sage ich, von jetzt aber nicht. Dadurch, dass quasi die Computer per Knopfdruck ein Horoskop ausspucken, sage ich mal, um jetzt den Gedanken anzuknüpfen, wir sind am Anfang. Das haben wir jetzt 20 Jahre. Also ich sehe schon Fortschritte. Was sind schon 20 Jahre im Anblick der Ähnlichkeit? Ja. Auch allein schon im Anblick der Geschichte der Astrologie. Ja. Also ich sehe schon große Fortschritte. Ne, ich mache das jetzt. Wo siehst du die Fortschritte? In der Praxis. Ja. Und wie machst du das bemerkbar? Das war noch etwas Außergewöhnliches für so ein bisschen unter vorgehaltener Hand. Und heute wissen fast alle ihr Tierkreiszeichen, ihren Aszendenten, kennen ihr Horoskop, geben bereitwillig ihre Daten, finden es selbstverständlich, dass es einbezogen wird in die Therapie. Das war nicht so am Anfang. Das könnte ich nicht so bestätigen. Ich finde, dass die Zeit enger geworden ist, intoleranter, insgesamt der Astrologie nicht besonders günstig gesonnen ist. Das war besser, glaube ich, 80er, 90er Jahre. Ich glaube, da war man viel offener. Und ich glaube, was passiert von offizieller Seite? Ja. Ist restriktiver von bestimmten Institutionen her, was Universitäten betrifft, was bestimmte Regulatorien betrifft, was Ärzte betrifft. Ja. Zum Beispiel, wenn ich denke, dass ich die Praxis mache und ich da unterzeichnen muss, dass ich nicht mit Heilpraktikern zusammenarbeite, als psychologische Psychotherapeutin. Die Ärzte dürfen ja auch nicht. Nee, das ist interessant. Das heißt, das ist ja offiziell. Ist es härter geworden, auf jeden Fall. Ich arbeite nicht mit Astrologen zusammen, weil ich selber bin. Und das, kann ich unterzeichnen. Wenn man etwas anderes anbietet, darf man das nicht in speziellen Praxisräumen machen, streng genommen. Die sind nur dafür da, dass man die Richtlinientherapie durchführt, für die man die Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereinigung hat. Ja. Das heißt auch, wenn man eine astrologische Beratung in den Räumen gemacht hat, muss man anschließend räuchern. Die Frage, wer kontrolliert das? Ja, wer kontrolliert das? Also in den letzten 30 Jahren hat das noch niemand kontrolliert. Ja, ich sage mal von offizieller Seite her. Von offizieller Seite, also institutionalisiert. Das heißt so, ja. Aber du sagtest ja, es ist schlechter geworden. War es denn vor 20, 30 Jahren besser? Konnte man das dann... Ich finde schon, dass es eine größere Offenheit gab, ja. Es wurde auch mehr offen diskutiert. Also ich denke mal so Ende der 80er, 90er, man glaube ich, dass man die Astrologie offener in sein praktisches Tun einführen könnte. Ja, Thorwald Detlefs, der hat ja da seinen Höhepunkt gehabt. Vorträge kamen 1000 Leute in Frankfurt. Wenn man auch die Berichterstattung sieht, werden sie nicht sehr aufgeschlossen.
Ja, Esoterik ist halt zum Schimpfwort. Ja. Im Zuge der Querdenker, Alu-Mythe und was es alles in einem Topf. Gehört die Esoterik nicht. Rechtsradikal, antisemitisch. Genau, sind alles in einem Topf. Ja. Aber es gibt auch eine andere Entwicklung bei den Jüngeren. Die fragen gar nicht, die sind astrologisch total offen. Also ich erlebe das so bei den Jüngeren, die kennen alle ihr Sternzeichen, die wollen ihren Aszendenten wissen, sie finden das total genial. Ja, die hinterfragen das gar nicht, so wie ich es noch vor 10 Jahren erlebt habe, dass das jemand hier sagt, nö, ja klar, auch sie machen Astrologie, finde ich toll, so ungefähr. Bei den Jüngeren. Ja, das bei den Jüngeren erlebe ich das. Ja, ich kann das auch bestätigen, ich hatte gerade 2 Interviewanfragen von Studenten, die an der Arbeit arbeiteten, und die sagten, es ist ja jetzt so Mode geworden, auf Astrologie zu sprechen, kann ich mal ein Interview führen und so weiter. Das kann ich bestätigen, wo die TikTok, das finde ich nicht drin, aber musste wohl ein sehr großer, breiter Raum einnehmen. Ja. Also was passiert ist, wirklich, dass die jüngere Generation die autoritären Pyramiden sehr stark abgebaut hat. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, eine staatliche Autorität, wer auch immer, Astrologie ist Humbug, dann ist für die nur ein Bruchstück. Also man spricht auch von einer Bruchstückgeneration. Jeder hat so eine eigene Eisscholle, auf der er sitzt, die seine Wahrheit repräsentiert und seine Lebensform. Und es ist nicht mehr so zentralisiert. Manche sehen das negativ als Zersplitterung, aber ich sehe es nur positiv. Es ist dann auch sehr viel schwerer, diese Menschen negativ zu beeinflussen. Und wenn du ihnen aber was Positives bietest, können sie andocken. Und sie haben da nicht mehr so viel Hierarchien im Hintergrund, an die sie sich halten müssen. Das ist eine Chance. Ich würde gerne den Punkt Astrologie und Heilen nochmal aufnehmen, besonders die Astromedizin. Ja? Ich merke das mal besonders nach deinem Vortrag, ich habe überhaupt keine Ahnung von all dem, was du erzählt hast. Und die Medizin ist ja riesig. Und ich sehe immer auch da das Problem, dass ich persönlich als Astrologin mit der Astromedizin nicht zurechtkomme, weil mir immer das andere Wissen so fehlt. Mein Gott, ich müsste erst Medizin studieren und vielleicht dann die Astromedizin vielleicht noch mehr zu erforschen. Genau, das war meine Entscheidung vor 40 Jahren. Okay, ja. Okay. Das war genau meine Entscheidung. Aber was machen wir denn damit? Ich habe eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, habe mir das Wissen dann darüber angeeignet. Okay. Mhm. Ja, die volle Heilpraktiker-Ausbildung. Bitte? Volle, ja. Volle. Und da ist ja dann schon viel Medizin drin. Wie viel Zeit hast du noch reingesteckt? Also das geht so bis zum Physikum, ne? Die Kenntnisse dort. Für die Ausbildung? Oder? Nein, jetzt für die Forschung sozusagen. Das mache ich ja immer noch. Ständig, ne? Also nach 18 Jahren fing ich an, meine Fachausbildung anzubieten. Mhm. Seit 2000 biete ich die auch an. Da habe ich immer wieder laufende Zyklen, wo Menschen kommen, die sich genau dafür interessieren. Und da vermittle ich die Kenntnisse der Heilpraktiker-Ausbildung, die habe ich da drin verarbeitet, komplett. Mhm. Ja, ich kenne seine Bücher. Natürlich, Dahlke, alles, was man so als astrologische Laien, was ich bin, ja, und dann sehe ich aber bei Wilfried, der schreibt dann, Venus ist das, dann lese ich was anderes, dann ist Venus das und schon bin ich wieder raus. Ja, also das ist so schwierig. Da würde ich mir irgendwie wünschen, dass so die Astromedizin da, ja, das, was du machst, dass das irgendwo mal auftaucht, noch mehr. Also 95, wann hast du begonnen? 96 habe ich die Prüfung gemacht. 95 wurde die Sektion Medizin und Astrologie gegründet. Das war ja dann jetzt Initiatorin. Und dann kam, noch früher. Und dann kam dann, es muss 96 gewesen sein, das Buch raus, Medizin und Medizin und Astrologie. Wenn man da mal die Artikel liest, das war herausgegeben von der Delfora und mir, oder mir und der Delfora, ne? Okay. Im Kairo Verlag. Genau, ihr habt verschiedene Beiträge dann von verschiedensten Autoren. Ne? Genau. Und ich muss sagen, ich habe da auch ziemlich lang gesammelt, um wirklich an die Punkte zu kommen. Ne? Und da, zum Beispiel von dem Spanier Verdu, ist da ein Artikel drin, auch über Iris Diagnose und so weiter und so fort. Und es gab ja Roscher auch, oder wer war das? Dürer einer Schule mit den sehr genauen homöopathischen Vorschlägen.
Brosch hat auch ein Buch dazu geschrieben, auch zur Astrologie und Psychosomatik. Genau, und der war dann auch in der Sektion, wir hatten da schon einen Austausch. Und ich fand nachher, kam so eine Ernüchterung rein. Es ist doch nicht so viel im Einzelfall zu machen. Weil, und das hat auch Roscha gesagt, und wir haben auch untereinander diskutiert und haben auch zum Posten gemacht, weil der Einzelfall, das Leiden und der Schmerz des Einzelfalls so speziell ist, dass man nicht unbedingt aus dem Horoskop deuten kann, bei welchen gespannten Prinzipien, sag ich mal, oder Konflikten tritt denn Schmerz und Leid auf. Und es lässt sich auch nicht eins zu eins, sei es myopathisch oder phytotherapeutisch oder sonst wie, ableiten, welches Medikament wäre da sinnvoll. Also es gehören ganz viele außerastrologische Faktoren hinzu. Ja, und diese Ernüchterung, bei uns allen, ne, die hat auch dazu geführt, dass wir verstärkt nach Konzepten geschaut haben, was ist da machbar und was steht nicht in der Konstellation, was ist ableitbar und was nicht. Also eine ziemliche Unschlüssigkeit hat sich da gezeigt. Und das ging mal zu dem Stand. Die Unschlüssigkeit kann ich nachvollziehen. Wenn man quasi die Heide davon geteilt macht mit Blutkörpern und Untergruppen, und dann hat man ja Maßgehörs, und wenn man die Ketten dann ran, oder so die Analogien sequenzieren würde, und das würde man im Horoskop wahrscheinlich nicht mehr finden. Deshalb würde ich mir sagen, gut, man macht Immunsystem ist dann quasi Aszendent oder wie auch immer, und Blut wäre Mars, und man unterteilt das gar nicht mehr. Also wenn es einen Körperbezug hat, dann würde mir das als Einstieg im Horoskop reichen. Was du eben gesagt hast, in meinem Medizinbuch liest man das, im anderen das. Also das hat man in der Astrologie eigentlich immer, dass man in einigen Büchern immer etwas Unterschiedliches liest. Und da würde mir quasi eine einfache Analogie reichen. Leber wäre quasi Jupiter, weil da unterschiedliche Blutgemische herrschen. Da anzusetzen und gar nicht mehr so in die Tiefe zu gehen. Das heißt, wenn ich ein Organ oder ein oder zwei Planetenentsprechungen beschreiben würde. Und das, was glaubst du, das geht? Das würde meinem Anspruch reichen. Ja, und mir auch schon, wenn ich wüsste, dass die Leber das wirklich dann so, wenn, ja. Und dann ist natürlich die Sache, wie tief will man reingehen? Will man das mit einer Heilpraktiker-Ausbildung oder Kenntnissen vertiefen oder nicht? Oder hat man einen Bezug oder einen Hang dazu? Also, mir würde es reichen, wenn ich weiß, also Leber, das braucht nochmal den Glück dazu. Genau. Okay. Aber in der Praxis weiß ich das nicht. In der Leber sind auch wieder alle Funktionen. Ja. In jedem Organ sind im Grunde alle Funktionen, wenn man jetzt die Leber als System betrachtet, sind alle systemischen Merkmale, die durch die Planeten symbolisiert werden, auch wieder in diesem einzelnen Organ. Mhm. Und das macht es so komplex. Ja, ist man könnte quasi sagen, ach, hat er eine Disposition zur Lebererkrankheit, zur Leberkrankheit, da zeigt sich das ganze Horoskop im Ablauf des Geschehens in der Leber so ungefähr. Mhm. Ja, aber es ist ganz schwer, das so allgemein zu sagen. Ja. Deswegen, man hat die große Entsprechung, aber alles auch, alles wieder in jedem. Und in den kleinen Abläufen dann auch wieder. Das ist sehr wichtig, bei einer Leberdisposition zu schauen, hat jemand ein Problem mit der Fettverwertung oder steht der Diabetes in der Familie. Ne? Da guckt man schon die Spannungen zum, also ich zum Fisch mit Insulin oder sind es Quadrat zur Jungfrau, andere Stoffwechselprobleme. Das ist schon wichtig, vor allem wenn ich auch Empfehlungen geben kann, ob der Mensch eine Leberreinigung macht oder bestimmte Lebensmittel meidet. Da ist es schon wichtig, ins Detail zu gehen. Das würde ich dann quasi in den Häuserherrscherverhältnissen sehen oder versuchen, daraus abzuleiten, wie jetzt die Leber betroffen ist. Also, weil wir haben ja nur 12 Planeten, 12 Häuser und 12 Tierkreiszeichen. Also, mehr kann man doch nicht rausholen, sage ich mal. Da sind quasi die Bestandteile des Horoskops in irgendeiner Form begrenzt. Und mehr. Ich sag mal, der normale Klient kommt eben, du machst nach 10 Planeten. Bitte? Ich habe 12 Planeten gehabt, den nur 10. Du bist das. Der normale Klient kommt und irgendwo kommt das Thema Gesundheit. Selbst wenn ich jetzt gar nichts jetzt mit Astromedizin oder überhaupt mit Heilpraktiker oder Ärzte oder so weiter zu tun habe, aber so Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit. Mhm. Und bleibe ich denn gesund? Ja, und immer so hinterher. Selbst wenn ich es jetzt sehen könnte, ja gut, kann man das? Also ich
würde das gar nicht beantworten. Nein, um Gottes Willen. Danke. Gut, also kannst du jetzt. Du machst ja eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, das ist ja förmlich drauf, dass das dann kommt. Okay. Wenn du dann noch sagst, ja, da hast du einen Transit oder hast eine Auslösung, dann. Ja, also das Prophezeiung. Ja, deswegen. Nein, aber andersrum, was mache ich denn dann damit? Mit der Astromedizin, wenn ich weder das Problem hat, könnte man okay, so ist es umgekehrt, genau. Und du kannst die Ursachen, erkennen. Ne? Du kannst zum Beispiel auch sehen, ob das ein Thema von Adrenalin ist und Stress und nicht von Ernährung. Und dann kannst du entsprechend Tipps geben. Ja, okay, du wolltest noch was sagen. Ja, aber ohne physiologischen Vorwissen finde ich das aus Scharlatanerie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch Ausbildung zum Mineralstoffberater mit Dr. Schüssler gemacht, vor Jahren. Und da geht mir auch alle drei Ebenen durch, geistige, psychische und körperliche Ebene. Und das habe ich auch fahrlässig gefunden, das an Menschen, also Leute zu beraten, die null Ahnung von Körpersystem. Und da brauchen wir Heiler, Energetiker, uns nicht wundern, wenn wir einfach so einen schlechten Ruf haben in der Durchschnittsbevölkerung. Wenn wir jetzt nicht wirklich eine profunde Ausbildung haben, wie Heilpraktiker oder Psychotherapeut oder wie auch immer, ja, und dann Zusatzmethoden anwenden. Das finde ich einfach nicht okay. Ja. Wir müssen seriös bleiben. Eine Frage, die mir gibt es signifikante Studien, was Astromedizin anbelangt? Ja, aber das ist ja immer die Sache. Signifikante Anführungsstriche. Da sieht man meistens nichts raus. Das ist ja immer die Sache, es muss ja replizierbar sein, es muss methodisch stimmen, es muss standhalten. Dass es einer wissenschaftlichen Community standhält, ist kaum vorhanden, das ist nicht da. Und vor allen Dingen, das sagt immer Professor Erdl sehr deutlich, wenn was da ist, wird es eingesankt. Okay. Was das heißt. Ja, ja. Es wird nicht drauf eingegangen, es wird totgeschwiegen und damit ist es vom Tisch, weil es ja gar nicht gewünscht wird, dass irgendwas da herauskommt, aus dem Zusammenhang, ja, Persönlichkeit oder Krankheit und Heilung oder irgendwas dergleichen im Zusammenhang mit der Astrologie, das wird einfach nicht gewünscht. Und dann wird man es ignorieren. Selbst wenn einzelne Professoren oder Ärzte aufgeschlossen sind, das ist ein schwieriges Terrain. Und mir sagte kürzlich ein anthroposophischer Arzt, wie schwer es geworden ist, zeigt schon daran, dass die Naturmedizin total aus dem Katalog der Ärzteausbildung gestrichen ist. War das vorher noch drin? Zumindest die Phytotherapie ist ja nicht verdächtig, dass man da eben als Zauber veranstaltet. Ne? Oder die Pharmakologie, die zurückgeht auf synthetisierte oder analysierte Pflanzenstoffe, ist ja ganz was Normales. Aber dieser naturmedizinische Ansatz ist gestrichen in der Medizinausbildung. Das ist nicht schön. Ne? Aber nochmal, was man wirklich sehen kann, ich meine, ich habe da auch mal besucht, wo wäre ein Ansatz? Und deswegen kam mir ja der Gedanke, ja gut, die Salutogenese, das ist ja jetzt wirklich eine Forschung, die anerkannt ist. Ja, ich werde auch morgen beim Vortrag was zu sagen. Also die Genese, das Werden von Gesundheit oder was ist als gesund anzusehen. Und das ist ein solch riesiger Forschungsbereich, wenn man noch die Begriffe Resilienz und dann Selbstwirksamkeit auch eben hinzunimmt. Das war auch jetzt an der Universität in Mainz, gibt es ein Forschungszweig zur Resilienz und Covid-19 bei Erwachsenen. Oder die Forschung an Kindern, die klinischen Forschungen, die man gemacht hat. Aber das sind alles Punkte, treffen Punkte, wo sehr deutlich die Grenzen der Astrologie auch sichtbar werden. Wie ist das Elternhaus, wie ist die Bindung im Elternhaus, sind da unsichere Bindungen oder ist Armut ein Faktor und so weiter und so fort. Also alle diese äußeren Bedingungen, die kollektiven Schicksale, Hunger und so weiter, was da reinspielt, wie resilient ist ein Mensch, obwohl man die Parameter der psychischen Widerstandsfähigkeit sehr genau rausgearbeitet hat. Und ich denke, das wäre, deswegen mache ich das auch im Vortrag morgen, das wäre ein vernünftiger Ansatz, der sehr viel Ähnlichkeit hat, gerade dieser Mythogenese und deine Selbstwirksamkeits-
Geschichten, die daran hängen, mit der Astrologie. Das stimmt in der Zielsetzung völlig überein. Wann fühlt sich ein Mensch gesund, heil, ganz? Ja? Und es ist nämlich nicht so, dass der Mensch, der physisch krank ist, unbedingt unzufrieden sein müsste. Es gibt Behinderungen und chronische Krankheiten und die Menschen sind, sie haben hohe Lebenszufriedenheit dennoch und sind fähig zur Lebensfreude. Denn man muss sich ja sagen, worum geht es denn eigentlich? Ja, um Erkenntnis, wunderbar, aber ist damit denn auch Lebensfreude verbunden, Lebenszufriedenheit? Und das ist ein ziemlich wichtiger Parameter, an dem man auch psychische Gesundheit messen kann. Ja, nur mal so gesagt. Und das stimmt nicht immer überall mit physischer Gesundheit. Also man kann auch was draus machen aus dem Leben, wenn eine chronische Behinderung, eine chronische Krankheit das Leben durchzieht. Das Problem, was im Wissen der Physiologie zum Beispiel drin steckt, dass man sich da genau auskennt, das ist ein kausales System, was das System betrachtet. Und wir haben hier ein ganzheitliches System, das in Analogien sich bewegt. Und die zusammenzubringen, ist nicht einfach. Das ist sicher ein wesentlicher Faktor, der da uns auch hemmt. Auch hast du vorhin gesagt, Computer. Und jetzt alle Computer können tausend von Horoskopen raushauen. Das machen aber auch viele, die Astrologie lernen. Ja, sie beschäftigen sich dann, ja, da können wir ja die sekundären Progressionen, dann lassen wir die Sonnenbogen noch raus, dann lassen wir die Transite raus. Und vor lauter Technik-Affinität machen sie nicht mehr das, was wesentlich ist bei der Astrologie, nämlich die 12 Archetypen sich anzuschauen und immer mehr in die Tiefe dieser 12 Archetypen zu gehen. Das ist an sich Astrologie-Lernen aus meiner Perspektive. Nicht nur da, immer mehr in die Tiefe. Nun, nicht nur im Astrologiebereich, den wir angesprochen haben, sondern auch sonst tief ist, konkret. Ja, auch die mit den Ärzten stimmt es gut an, mal mehr in die Tiefe zu gehen. Nicht nur Ärzten. Ja. Ja. Auch Juristen. Alle, genau. Was sagt Ihr Gesundheitsastrologie-Praktiker denn, sozusagen, hätte so ein Ansatz wie, eben, ich denke mir eben, dass jetzt, was wir eben im Vortrag, was ich da schon gefragt habe, eben Saturn und Widder müsste eigentlich die und die Krankheit sozusagen irgendwie bei sich haben. Und wenn man dann aufgrund dieses Gedankens auf Generationen guckt, ne, sozusagen, wäre das etwas, was aus eurer Sicht überhaupt irgendetwas bringt? Oder ist die systemische Unterschiedlichkeit, die du eben beschrieben hast, so viel unterschiedlich, dass eben so darauf zu gucken überhaupt nichts herrscht? Das ist halt so, wenn du die Energien ja deines Horoskops lebst, hat er ja auch darauf hingewiesen, dann läuft sozusagen dein Leben. Ne? Es gibt aber jetzt eine unendliche Vielzahl, einen Archetypus einzulösen. Ne? Und wo jetzt jemand in seiner Entwicklung steckt, in seiner Bewusstheit auch steckt, was kann er zulassen als Einlösung und was nicht, das ist eben, das geht ins Unendliche, zerfleddert sich dann. Ne? Das ist also keine einfache Aussage, hast du das, dann wirst du das haben. Das fühlt sich auch nicht in Form von Wahrscheinlichkeiten bei großen. Das wäre ja nicht seriös. Ja, vielleicht, aber da wird es ja dann kompliziert. Wenn du Wahrscheinlichkeitsberechnung machen willst, brauchst du riesige Fallzahlen, besorge die mal in der Astrologie. Der Herr Sachs hat ja doch. Er hat nur Sonnenzeichen. Ja, der hatte nur das Sonnenzeichen. Nur aus der Tonstellung oder die Stimmungsstellung, da müsste man ja nicht einzelne Leute befragen, sondern man hätte ganze Generationen. Das heißt, man muss nur Geburtsdaten wissen und ob in einem bestimmten Geburtsdatenzeitraum eben zum Beispiel die und die Krankheit häufiger oder weniger häufig. Ja, und da sage ich mir, Entschuldigung, das wäre aufgefallen irgendwo. Das wäre irgendwo aufgefallen, ist es auch nicht. Es hat weil die Medizin in unterschiedlichen Fortschritten sich befindet. Achso,
Wenn ich nach einer Generation ist davon betroffen, dann wird jeder sagen, ja, und was hat man medizinisch gemacht, wie waren die hygienischen Bedingungen, wie haben die Leute gelebt, für welches Land gilt das und so weiter. Das ist das Problem. Ich denke, die Medizin ist mir davon schon lange weggegangen. Man wollte nur dieser Hype, dass man in der, durch genetische Untersuchungen alle Krankheiten erkennen kann, was es stimmt. Aber das haben wir dann ziemlich schnell widerlegt, weil das keinen Sinn macht. Das heißt nicht, wenn ich dort irgendwo eine Mutation habe, dass ich an dieser Krankheit auch erkranken werde. Das ist nur eine Hysterie. Und das Gleiche sehe ich in der Astrologie. Das geht ab, weil das Individuum entscheidet, wohin es geht. Ja. Und nicht das Geburtshaus, ja, sondern das Individuum und die Reife der Seele. Und jeder hat einen anderen Reife. Status seiner Seele in dem Körper, in dem wir leben. Das, der Saturn im Widder zum Beispiel ist nur eine Disposition, wo sich etwas manifestieren kann. Aber es manifestiert sich nur, wenn diese Energie nicht, ja, bewusst oder erlöst wird. Ne, nicht bewusst gelebt wird oder nicht erlöst wird. Weil Saturn zeigt ja, da ist früher durch unbewusstes Verhalten ein Same gelegt worden, der sich manifestieren kann als Krankheit. Aber wir werden ja dazu gezwungen, uns dem Thema zu stellen. Und wenn wir das machen in Eigenverantwortung, werden wir da nicht krank. Ja. Er kann sich woanders manifestieren, aus seiner Krankheit. Ne? Ja, das Saturn hat ja auch ein paar positive Eigenschaften. Ist ja nicht nur eine Krankheitsdisposition. Ne? Du kannst dich vor einem Herzinfarkt schützen, indem du vielleicht ein wunderbar blühendes Unternehmen aufbaust. Ne? Wenn aber das Unternehmen pleite geht, ist das im Grunde ähnlich einem Herzinfarkt. Wie ist das eigentlich, wenn man von der Kindheit her schon eine Erfahrung mitbringt, nicht anerkannt zu werden, aus welchen Gründen auch immer, habe ich erlebt bei, glaubte ich, Freundinnen, die also nicht darüber hinwegkamen, dass sie meinten, sie wurden von den Eltern nicht geliebt und nicht entsprechend gefördert, sondern wenn, dann haben sie es selber geschafft. Und ich staune, dass das über Jahrzehnte ein Problem bleibt und im Alter plötzlich ganz groß wird, dieses nicht anerkannt zu werden, nicht gefördert zu werden, nicht geliebt zu werden. Und ich habe da also kein Rezept gefunden. Das gängige Thema der Psychotherapie. Ja, das traut man sich natürlich nicht, wenn man jemanden vor sich oder mehrere vor sich hat, die beruflich also Erfolg haben, denen zu sagen, sieh mal, deine Kindheitserlebnisse sind so, dass sie wurden bei mir abgeladen und ich kann gut zuhören. Aber es wurde immer schlimmer anstatt besser. Dieser Mangel, dieser empfundene Mangel, der sitzt ganz tief. Und da weiß ich auch nicht, wer ist da, der Arzt, der Psychotherapeut, der Astrologe, wer kann da Hilfestellung leisten? Das ist eine neue Bildung. Und auch nur wenn gewünscht. Genau. Ja, kommt auch an, wie es im Buch zeigt. Ja, danke, auch wenn gewünscht, denn wenn man gewünscht mal das in Frage gestellt hat, dass man das so vor sich herträgt, dann war das nicht gut. Das war alles richtig, wenn es gewünscht ist und auch kommt darauf an, wie es im Horoskop sich darstellt. Wenn sich im Horoskop unter Umständen auch nicht darstellt. Wenn man natürlich immer überladen wird von den Erzählungen der anderen und das einen selbst auffrisst, dann muss man sagen, pass mal auf, das lässt über was anderes reden. Klar, dann muss man sich auch abgrenzen, gehört auch mal zum Leben. Und dann kann man da vielleicht mal auf so spontan raushauen, wie man es nicht drauf wollen. Wie meinst du? Nicht unbedingt als Empfehlung zu sehen, also als Musterlösung. Aber Voraussetzung, wenn es jemand möchte, dass jemand eine Leistung hat und Hilfe sucht. Und dann ist es die Frage, ob du über einen Hausarzt gehst, er ist Psychotherapeut, wie auch immer. Ja, klar. Antworten können schon eine Menge Leute geben. Ja, ich habe da immer mal den Rat gegeben. Auch ich habe den Eindruck, dass du jetzt besser damit fertig wirst. Oh Gott, das war zu viel. Wenn so eine vehemente Gegenreaktion kommt, dann kann es sein, dass man den Aszendent oder Mars getroffen hat. Im Horoskop. Ja, ist mal derjenige, der zu Astrologen oder zu Astrologin kommt, das ist natürlich auch ein selektiver Kreis. Menschen, die schon aufgeschlossen sind, aber viele, die an etwas leiden, das, was sie gerade erzählen. Beruf erfolgreich, auch genau. Sonst.
Die gehen nicht unbedingt zum Astrologen oder zum Therapeuten. Das ist ja das Problem. Und dann frage ich mich, können die das überhaupt wünschen? Können die überhaupt wünschen, was anders ist? Weil sie kennen ja gar nichts anderes. Dann müssen sie ja einen Reflexionsprozess vorher üben. Also, ja, was sie gerade kennen. Ja, genau. Ich meine, sie haben wahrscheinlich geholfen, dass die Person, so, als es ihnen erzählt hat, sich selbst zugehört hat, ja, ich und dabei ein bisschen reflektiert hat. Ne? Ich habe mich manchmal echt als Beichtstuhl empfunden, aber als ich einmal sagte, auch du, die hatte gesagt, es ist hier im Rheinland, ich muss dann eben das genießen, was ist. Da habe ich gesagt, oh, ich bin aber froh, dass du also schon zu dieser Erkenntnis oder dieser Feststellung gekommen bist und unser Weinstreuter fand danach zu Ende. Das war zu viel. War denn bei diesen Gesprächen, die wir geführt haben, auch, haben wir da auch mal aufs Horoskop geschaut? Soweit sind wir gar nicht. Nein. Sie wusste zwar, dass ich mich damit befasse, aber. Weil es ja auch so ein bisschen um die Frage, wie weit können wir, bringt der Einsatz der Astrologie etwas bei so, wenn man in die Heilung reingehen will? Ne? Ich kriege doch auch keine genauen Daten. Ah ja, also das ist dann natürlich schwierig. Mhm. Ja. Geburtstag, ja, aber Stunde und so. Ja. Ja, es gibt auch viele grundsätzliche Dinge, die wir aus der Astrologie gelernt haben, die man im allgemeinen Gespräch verwenden kann. Ja. Der erste Schritt wäre ja, eine Erklärung anzubieten, ja, damit der Verstand schon mal etwas zum Arbeiten hat. Ja. Der erste Schritt. Und wenn jemand dann weiter interessiert ist, dann können die Menschen ja gemeinsam in die Tiefe gehen. Und auch da kann das Horoskop hilfreich sein? Auf jeden Fall. Es kann ja viele Hinweise geben auf Zeiträume, in denen zum Beispiel eine Ursache gelegt wurde. Ja. Und jetzt nach die Zukunft geschaut? Du kannst natürlich auch, ich bin kein Prognose-Fan, aber du kannst erkennen, ob da jetzt gerade ein Saturn drüber läuft und dann kannst du sagen, es macht Sinn, sich dem Thema jetzt zu stellen. Oder wenn der aufsteigende Mondknoten drüber geht, können wir uns die Energie ja auch nochmal erschließen. Wenn da vorher der absteigende war, wovon wir getrennt waren, können wir uns genau die Energie erschließen. Also das schon. Und manchmal jetzt bei Saturn Wassermann ist es ja schon tröstlich zu sagen, das ist eine Herausforderung, wie lange die andauert. Oder wenn jetzt gerade Pluto auf dem Mond hockt, Ende Steinbock, ne, zu sagen, das sind drei Wellen, da will jetzt ein neues inneres Kind geboren werden, dann hilft das ja auch sehr. Also wir kennen ja alle, wie gut die Astrologie hilft, wissen wir alle, sind wir uns ja alle einig. Ne? Aber also ich habe den Eindruck, gerade bei Heilpraktikern, bei Ärzten sowieso nicht und bei auch nicht. Aber gerade bei Heilpraktikern hätten wir ja eine Riesenchance gehabt, aber ich sehe das nicht. Nein. Also ich glaube, dass da in den letzten Jahren jetzt weniger vielleicht, das wäre ja der Boden gewesen, wo so gesehen sollte jeder Heilpraktiker eigentlich ein Astrologe sein. Um das noch mit reinzunehmen, so wie ich auch sage, jeder Psychotherapeut sollte Astrologe sein, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich finde es schade, ne? Die Heilpraktikerwelt hat so viel mit allen möglichen zu kämpfen und da hätten wir vielleicht die Chance, die Astrologie reinzubringen und Erfahrungen zu machen. Brauche ich nicht eine bestimmte Veranlagung, um Astrologie auszuüben? Das kann ich mir nicht durch ein Studium lernen, sondern da brauche ich wirklich auch die Voraussetzung dafür. Ja? Psychologen oder Psychotherapeuten würde ich diese Voraussetzungen sehen, weil das ist für Psychologie ist für mich eine Mustererkennung Pluto und das ist für mich auch Astrologie. Also Astrologie wird ja gerne den Umgang zugeordnet, weil man dann ein bisschen Kategorien Zuordnung trifft. Aber für mich ist dann Astrologie Pluto Mustererkennung. So, ich will ja irgendwie Strukturen im Horoskop sehen. Und Psychologen, die stehen für mich auch zu Pluto. Die können das gerade gut gebrauchen. Also letztendlich ist es ein Lebensziel für mich, mal Psychologen in Astrologie auszubauen, weil die können dann quasi ihre Fragen mal schon gezielt an einer Person richten und die sehen ja, die können ja quasi die Tiefe der Seele quasi in Anführungsstrichen reinsehen. Quasi die Zeit. Ja, das können sie ja ohne Astrologie auch. Ja. Es geht immer darum, die Menschen ins Authentische zu führen. Alles, aber das geht auch ohne Astrologie. Kann es denn hilfreich sein, Astrologie anzuwenden?
Klar, es geht auch. Ja, das haben wir ja heute Morgen. Ich finde auch, dass der Pflegepfad ist sehr, sehr wichtig an sich. Oder was du gesagt hast, natürlich, die Psychologen wären die ideale Bezugsgruppe. Jetzt muss ich aber mal so sagen, die kommen von der Uni. Und heute zunehmend kommen sie von der Uni und haben den Kopf voll mit Statistik und Neurophysiologie. Ja. Und dann haben die schon Mühe, überhaupt archetypisch zu denken, zum Beispiel, und in Bildern zu denken. Insofern fällt da schon die Hälfte raus. Aber denen, die dann tiefenpsychologisch orientiert sind, müssten wir eigentlich offene Türen einrennen. Und da gibt es ja eben auch viele Beispiele, dass die sich so orientiert haben. Und ich finde, die Heilpraktiker wären. Da gibt es ja auch die zwei, die großen und kleinen, also die medizinischen und psychologischen Heilpraktiker. Und da ist mein Gefühl, wenn die, das ist ja auch eine Riesenausbildung, die die machen. Mhm. Und da müssen sie durch die Prüfung kommen beim Gesundheitsamt. Und danach sind die erstmal erschöpft. Außerdem sagen sie, ich habe jetzt 3 Jahre Geld investiert, ich muss das Geld verdienen, ich muss die Praxis auf den Laufen bringen. Und dann sollen sie, es ist ja nicht so, dass man einen Wochen nehmen. Sollen wir nochmal eine ausgedehnte Ausbildung dranhängen, das machen, aber 20% vielleicht. Das sind genau die Menschen, die so pragmatischen. Ja. Aber ist es nicht so, gerade diese Heilpraktikerprüfung ist ja eigentlich keine, im Gegensatz zu vielen anderen Prüfungen, keine Prüfung. Du hast jetzt die Fähigkeiten, was zu machen, sondern es ist ja eigentlich eine Prüfung, die prüft, ob ich erkennen kann, wann meine Grenzen sind. Es ist also Aber du musst sehr viel lernen. Ja, man muss sehr viel lernen. Du musst alles wissen, was deine Grenze ist. Fast nicht so ein Physikum ist es ja. Aber ja. Dann muss man noch anschließend Homöopathie lernen, damit man den Beruf ausüben kann. Vielleicht dann auch Gastrologie und auch weiter. Heilpraktiker muss jetzt nicht Homöopathen sein. Nein, aber du musst ja eine Richtung da reinschlagen. Und na, das musst du dann lernen. Na klar, nur einfach Heilpraktiker ohne eine Therapierichtung ist ja blödsinnig. Ja, ja. Du bist ja auch keine Medizin und sagst, guten Tag, jetzt kommen Sie zu mir. Du brauchst ja irgendwie ja, sowas. Okay. Aber ich gerade bei den Heilpraktikern hätte ich es vermutet in den letzten 10, 20 Jahren. Und das erkenne ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir ansetzen können. Ja. Weil ich da diesen ganzheitlichen Gedanken sozusagen impliziere immer. Was aber leider nicht so ist. Das ist aber genau die Zielgruppe, die zu mir kommt. Ja, das wollte ich dir gerade fragen. Du machst das ja. Gibt es das weiter? Sie genau lernen wollen. Mhm. Ja. Zusätzlich zu dem, dass sie wirklich eine lange Ausbildung machen. Ja, entweder vor der Prüfung oder nach der Prüfung. Ja, okay. Aber ich muss sagen, was ich selber bedauere, ist, dass sich viele die Astromedizin auf ihre Homepage schreiben, ohne viel Ahnung davon zu haben. Okay. Ja, das ist auch bei Astrologie leider so. Das bedauere ich dann schon. Zu den Schwierigkeiten, wenn die KPs dann ihre Prüfung haben, schlussendlich, dann haben sie so einen Kopf bei allem, was sie lernen mussten. Und dann spezialisieren die sie. Die machen dann zum Beispiel Ausbildung in Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie, Kinesiologie oder Familienstellen und investieren da Zeit und Geld. Und Astrologie ist eines unter ferner Liefen. Naja, für mich ist die Astrologie ein Diagnoseinstrument, ein wunderbares Diagnoseinstrument, was ich immer so dahinter habe. Egal, ist einfach toll. Ich würde allen, die mit Menschen arbeiten, die sagen, komm, schau doch mal rein. Es gibt immer noch mal eine zusätzliche Möglichkeit, den Blick auf etwas zu bringen, so wie du es gemacht hast. Klar, aber dafür muss man sehr viel wissen. Ja, wir alle wissen, wie lange es dauert, ein Horoskop zu deuten. Ja. Das ist auch heilend. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass ich wirklich sehe, wie transformiert werden könnte und ich viel Fantasie habe für unterschiedliche Lebensaufgaben, ob das im Sozialen ist, ob das im Künstlerischen ist, Wissenschaftlichen oder auch in der Verwaltung, ist ja völlig egal. Aber wenn ich sehe, zu was ein Mensch tendiert, dann ist das auch heilsam, um gemeinsam zu finden, wo dieser Mensch sein Feld aufschlagen könnte und sich authentisch fühlt. Also wirklich das Gefühl hat, dass man sich tut, ist sinnvoll. Denn dort, wo es mit eigenen Motivationen übereinstimmt, stellt sich ja auch das Gefühl von Sinnhaftigkeit ein. Also meiner Beobachtung nach.
Das kann man natürlich erreichen, auch eine Psychotherapie ist ja eigentlich das Ziel der Psychotherapie, dass die Menschen in Einklang kommen, das akzeptieren, was sie jetzt nicht verändern können, aber auch für sich Wege finden, wo sie wirklich, wo sich neue Räume öffnen. Es ist ja manchmal schon allein schwierig, überhaupt neue Denkräume zu öffnen. Die haben ja das Verbot, nur in eigentlichem Denken zu dürfen und überhaupt den Raum zu öffnen. Ja, man kann ja mal angehen, es würde so laufen oder so, dass sie das machen oder jenes, dass überhaupt da mal Bewegung reinkommt. Und ich glaube, das ist auch was, wie wir in Astrologie machen. Bei der Beratung. Ja. Denk mal da, oh ja, vielleicht wäre das auch ein Weg. Und dich sollen ja selbst finden. Man will ja nicht überstülpen, sondern Menschen sollen ja selbst finden. Und ich finde, für diesen Findungsprozess, der ist heilend. Ja. Und insofern sehe ich tatsächlich das Heilungspotenzial in der Astrologie genau dort, in diesem Findungsprozess. Ja, ja. Definitiv. Und deshalb sind ja junge Leute dafür so offen, weil die müssen sich erst selber finden. Mhm. Und meine Studenten, die sind die meisten begeistert und wenn sie irgendwas hören, ja, und schon. Ja, sie sind im Durchschnitt. 18 bis 20. Okay. Ja. Und das ist sehr zugänglich. Ich glaube das auch, dass sie zugänglich sind, nur die Systeme, da sind wir uns einig, lassen es nicht zu. Ich würde gerne mal die Abitur oder was ich, 3 Stunden lang so eine Klasse zeigen, so ist, wollen alle Berufsberatung machen, da müsst ihr nicht irgendeine Messe besuchen, kommt doch mal zum Astrologen, ne, so etwas. Aber ich komme gar nicht in die Schule rein, wenn schon auf meinem Schild Astrologin steht. Es sei denn, man kennt jemanden. Tja, was kann man dagegen tun? Naja, mein großer Aufruf ist Astrologie an die Universitäten. Und zwar sozusagen so, wie man eben auch Literatur studieren kann, sozusagen als Einstieg, sodass einfach dieses Schmuddel-Image des Wortes eben alleine nur dadurch, dass an der Universität, da gucken Sie auch darauf, aufgehoben würde. Also das wäre ein Ding, was man bezahlen könnte. So ähnlich wie der Kuckuck von Stuckrad das versucht, ne? Genau. Das ist auch in manchen Fächern der Fall. In der Kunstgeschichte ist das kein Problem, über alte Symboliken irgendwo aufzufinden in der Malerei. Also da würde gar keiner anecken damit, wenn man es kulturwissenschaftlich einbringt oder Philosophie geschichtlich, aber eben nicht als System, was funktioniert. Also mein Punkt ist, dass wir sozusagen durch die Abwesenheit des Wortes Astrologie in der Universität und im Denken uns sozusagen eine ganze Sparte nehmen. Also das heißt, wenn wir sozusagen Astrologie nur in den anderen Sparten erleben, dann glaube ich, haben wir das, was Astrologie sein könnte, sozusagen verpasst. Das ist so ungefähr, wie wenn man halt eben so eine ganze Sparte wie Literatur eben jetzt einfach nur eben mies findet, weil man nur die Lasseter-Romane kennt, ja, und Thomas Mann verpasst hat, sozusagen. Ne? So, eben, weil alle Leute glauben, sie wüssten, was Astrologie ist, weil sie die Zeitungshoroskope gesehen haben. Ne? So, also das heißt, dieses Bewusstsein, dass es eine ganze Sparte ist, in der sozusagen ganz viel Unterschiedliches abgeht. Also dieses Bewusstsein müsste eigentlich, so wie man das von Religionen zum Beispiel hat. Also sagen, man hängt nicht dieser oder jeder Religion an, aber man weiß, es gibt Hinduismus und Buddhismus und also, das wird ja auch gelehrt, also, dass es das gibt. Und sagen, dass es dieses Segment Astrologie einfach als Sparte im Bewusstsein von so einem ganzen Kosmos gibt, dass das fehlt dann. Ja, ich glaube, in den Medien haben wir das Volk verblödet mit dieser oberflächlichen Horoskop-Geschichte und Horoskop. Das ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, ob wer die Medienastrologin in Österreich kennt, Gerda Rogers, das ist eine Katastrophe. Ja. Die maßt sich wirklich an, so, nein, diesen Mann müssen sie nicht, also, sie passen nicht zu dem Mann, sie macht es alles einfach nur übers Radio. Also die prognostiziert, das ist Wahnsinn. Ja. Und es wird ein Physiker, ein sehr bekannter Physiker in Österreich, hat sich bei Radio Wien gefragt,
er als Wissenschaftler zu den Sternzeichen, es wurde nicht Tierkreiszeichen, sondern Sternzeichen gesagt, und er hat dann erklärt, was ein Stern ist, und hat gesagt, es ist alles ein Humbug, weil die Sterne, die wir sehen, die sind schon längst erloschen, was ja physikalisch stimmt, und damit hat ja die Astrologie nichts zu tun. Das kommt in den Medien, dass ein Wissenschaftler sagt, es ist Humbug. Ne? Also, aber trotzdem kann Astrologie als Untersuchungsgebiet, ja, als Bereich, erforscht werden. Ich meine, ich habe in diesen Untersuchungen aller Üben gemacht, zu Transiten und Geburtskonstellationen, übrigens mit hochsignifikanten Ergebnissen. Und natürlich ist wie die Reaktion darauf, ja, es muss eine Replikation gemacht werden. Seit diesen Sachen habe ich alle, mit alles statistisch ausgewählt, und die steht auch und kann wieder nachprüfen und machen. Aber da ist nicht der Wunsch gegeben, dass jetzt in die Lupe zu legen, dass irgendeiner sagen würde, ja, das bestätigt mich, das stimmt, das ist okay. Und ganz im Gegenteil, wie ich das mal erzähle, der Professor, der die Arbeit abgenommen hat, das ist ein ganz bekannter Psychoanalytiker auch, Krause, vielleicht auch im Krause. Ja. Ja, das war der, bei dem ich die astrologische, statistische Untersuchung gemacht habe, der empirische Untersuchung, der sehr offen ist für Empirie, ja, und auch eben die Affekte forscht, die Blickkontakte, da hat er eine riesen Geschichte da, um auch bestimmte psychoanalytische Dinge empirisch zu untersetzen mit Ergebnissen. Naja, also ich habe die Arbeit gemacht, und was war? Da wendet sich doch, weil die Arbeit wurde ja dann veröffentlicht, der Sektenbeauftragte der katholischen Kirche in Wien an die Universität, wie es sein kann, dass solch ein Gebiet Astrologie einer Untersuchung unterzogen werden könnte. Ja, daraufhin hat die Universität so reagiert, das hat er mir alles erzählt. Ja, sie hätten ja, die Forschung sei ja frei, selbstverständlich, im Hinblick auf Zusammenhänge, kann jeder behauptete Zusammenhang einer statistischen Untersuchung unterzogen werden. Ja. Aber warum regt man sich halt so viel da auf? Weil es signifikante Ergebnisse waren, sogar hochsignifikante. Und die durften ja nicht sein. Ja. Und die Replikation, die Daten, alles habe ich zu Hause, müssen mit SPSS untersucht werden, habe ich ja schon durchlaufen lassen. Aber Sie glauben ja gar nicht, wenn man Daten hat, die in die Zehntausende geht, was das eine Arbeit macht. Es macht eine unendliche Arbeit. Ich habe einfach auch schon jemanden angestellt, der die Daten überführt hat ins Programm und so weiter. Das waren Fragebögen. Und die sind an die Uni geschickt worden, nicht an mich gegangen, um dem Vorwurf zu entgehen, das wären selektierte Daten und ich hätte aussortiert. Und ich habe einen Aufruf gestartet, diesen Fragebogen auszufüllen in Karnevalsvereinen und in anderen Vereinen, in Sportvereinen, um auch nicht dem Vorwurf allein zu fallen, dass auch da die Leute das ausgeführt hätten, die was in Astrologie am Hut haben. Ja? Die dürfen nichts davon wissen. Und das Ziel der Fragebögen war eine Biografiefrage, nämlich wie über die Biografie die Lebenszufriedenheit ist und ob es Umbrüche in der Lebenszufriedenheit gibt. Das heißt, das Thema Astrologie war komplett kaschiert. Ja? Und deswegen konnte man in der Richtung Datenselektion in irgendeiner Weise mir gar keinen Vorwurf machen. Aber umso schlimmer, dort, wo der Artikel erschienen ist in der seriösen Presse, kam sofort die Gegenreaktion durch irgendwelche Institutionen, das könnte ja nicht sein, dass sowas passiert. Mit sogar, da hat man hingeschrieben an die Volkshochschule, ich hatte ja, war einer der Ersten, die Astrologie an Volkshochschule unterrichtet hat, übrigens 25 Jahre lang, da bin ich ja einen anderen beruflichen Weg auch gegangen. Die Volkshochschule müsste mich mal fassen, ja, also vor Jahren, das ginge nicht, in Saarbrücken. Mich haben sie dann geschasst. Ja, ja. Ich bin dann nach Berlin, übrigens Pluto, also über meinen Aszendenten. Ich habe nämlich gekämpft mit dem. Aber ich sage, so stark war die Gegnerschaft. Hm. So stark. Ich hatte mit dem. Schnell liegt Zwischenreaktion.
Der Wissenschaftler hat genau richtig reagiert. Jeder behauptet, im Zusammenhang muss wissenschaftlich untersucht werden können. Und jetzt kommt die heilige Inquisition, die es nämlich immer noch in den Köpfen bestimmter Menschen gibt und sagt, wir verbieten die Beschäftigung mit bestimmten Themen. Ja, genau. Das ist noch sehr lange von der katholischen Kirche zum Beispiel praktiziert worden, dass du bestimmte Bücher nicht lesen darfst. Mhm. Also das ist ein sogenannter Verteufelungsmechanismus. Man beschäftigt, du kannst nicht den Teufel untersuchen. Da musst du sofort in die Hölle kommen. Ja. Es gibt also verteufelte Gebiete, mit denen darfst du dich gar nicht beschäftigen, weder wissenschaftlich noch sonst wie, darfst keine Untersuchungen machen. Im Grunde genommen ist das der eigentliche Skandal, dass dieses inquisitorische Denken immer noch da ist. Ja. Man könnte dann genauso gut sagen, das bleibt, das ist zu sehr abweichend, ein gutes Beispiel. In den Urologiebüchern gibt es seit mindestens 100 Jahren sehr genaue Darstellungen des männlichen Geschlechtsorgans. Mhm. In allen nervösen Details. Und beim weiblichen Geschlechtsorgan setzt es aus. Und da hat jetzt vor 3 Jahren eine australische Ärztin in einer Untersuchung gehört, nochmal Leichen seziert und alles, und kam erst darauf, wie groß zum Beispiel die Klitoris nervös ausgedehnt ist. Ja? Und dann denkt man, wir machen das vielleicht 100 Jahre solche Untersuchungen. Man hat sich damit aufgrund einer unbewussten Blockade nicht wirklich genau beschäftigt. Ja? Also es gibt verbotene Bereiche, entweder durch unbewusste Konditionierungen, oder durch Verteufelungen der Inquisition. Und das ist schon der Punkt, im Prinzip müsste man da eine Wissenschaftsdebatte vom Zaun brechen. Warum gibt es ein Gebiet, mit dem wir uns nicht wissenschaftlich beschäftigen dürfen? Da müssten eigentlich die anderen in Bedrängnis kommen. Ja? Stimmt. Ja, ja. Übrigens hat das auch einer der Hauptkritiker der Astrologie, Edgar Wunder, an der Universität erfahren. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Edgar Wunder hat ja sehr viel polemisiert, auch gegen die Astrologie, und hat dann hier sich ja doch intensiv befasst und auch kluge Argumente gebracht. Und er hätte von seiner Laufbahn her eigentlich für eine Professur durchaus in Kraft gezogen werden können. Der ist ja wissenschaftlich auch ausgegrenzt worden. Ich habe das mal so gesagt, Edgar, ich sagte, du beschäftigst dich als Gegner der Astrologie. Und selbst das wird dir schaden. Das wirst du auch sehen. Und das hat er ganz deutlich zu spüren bekommen. Allein, weil er sich mit Astrologie beschäftigt hat. Allein deshalb. Also auch eine kritische Beschäftigung. Ja. Duldet die Inquisition nicht. Auch und nochmal, bei den verbotenen Büchern, die am Index standen, wenn man die wissenschaftlich untersuchen wollte, musste man eine Erlaubnis der Glaubenskongregation einholen. Ja? Darf ich mich mit diesem Buch beschäftigen? Ich würde gerne, wir kriegen ja vom DAV immer Anfragen, vom Spiegel zum Beispiel, habe ich dann. Was erzählen Sie darüber? So, und unser Clemens Ludwig macht das sehr gut, weil er ja auch Journalist ist und der versucht wirklich auf sehr seriöse Art und Weise logisch darauf zu antworten und darauf einzugehen. Das ist wirklich dicke Bretter bohren. Ja. Und was uns schwerfällt, ist in den letzten 20 Jahren die Digitalisierung der Astrologie einen Vorschub gegeben, dadurch, dass es Computerprogramme gibt. Nur, es ist zwar Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Das, was du eben auch gesagt hattest, der Markt ist ja überschwemmt von Leuten, wo ich denke, um Gottes Willen, ne? die Kartenleger, die können zwar nichts mit Astrologie, aber sie fallen alle unter Astrologie. Ich komme gar nicht raus bei Google, da steht immer bei mir dahinter, wenn Astrologen Karten legen, Hellseher. Das geht so in eins durch. Ne? Ich bin keine Hellseherin. Erstens, zweitens haben wir es nicht geschafft, hier die Astrologie, jetzt, ich sage mal das Wort, die seriöse Astrologie, hat es nicht geschafft, in den letzten 20 Jahren irgendwie auf dem Markt zu erscheinen, weil wir elitär gemeint haben, dass die können das sowieso nicht und wir haben uns elitär zurückgehalten. Jetzt mal ganz selbstkritisch. Als ich vor 10 Jahren schon erzählt habe, dass ich irgendwo auf einer Messe stehe und einfach ein paar Berater über alle 10 Minuten, um Gottes Willen, das ist ja Glaskugel ähnlich, aber ich sage, ich muss doch irgendwie an die Leute drankommen. Also muss ich auch manchmal Mittel und Wege finden, die eben anders sind, um an die Leute ranzukommen und denen zu sagen, es gibt die seriöse Astrologie, was steckt eigentlich dahinter?
Aber ja, wir haben es nicht geschafft, den Hype, zumindest im Internet, dass da passiert ist, irgendwie aufzufangen. Und letzter Punkt, wenn ich mal einen Astrologen in den Medien sehe oder eine Astrologin, ich bin oft entsetzt, wie die auseinandergenommen wird, wie die nicht argumentieren kann und die kommt gar nicht zu Wort. Wahrscheinlich ist das so gewollt, ja. Aber habt ihr schon mal irgendwann einen Astrologen in den letzten 10 Jahren im Fernsehen gesehen, der wirklich gut eine Diskussion hat führen können? Was? Ja, also ich habe es noch nicht. Die Sendung von Harald Lech war so schlecht nicht. Das war auch etwas, wo auch Clemens mit irgendwo mit involviert war. Weil der Harald Lech. Was hat der Harald Lech gemacht? Harald Lech hat quasi ja, die Berichte über Astrologie gemacht. Ja. Und das hat mich sehr überrascht. Ja. Und ich glaube auch, er hat in seinem Denk, der Harald Lech selbst, verfolge ich seit Jahren, zumindest auch mit ihm bekannt, eine gewisse Kehrtwende gemacht. Mhm, der hat damals gesagt, seine Philosophie ist entsprechend Gerhard Vollmann, heißt er, also Vollmann, Naturphilosophie, ist er heute erkenntnistheoretisch auf einem anderen Weg. Und als er letztens gefragt wurde in einer Sendung, halten Sie dann für möglich, dass es sowas Gott gibt? Sagt er ja. Der hat es bejaht. Und seit dieser Wendung und seiner Auffassung hat er erstens eine sehr positive Sendung gemacht zu den Waldorfschulen. Ich habe es selbst gehört. Kreative Ansätze, die Physik in den staatlichen Schulen sehr schrecklich. Man würde nichts mehr erleben, zu viel marginalisiert und so weiter. Und er hat nachher dann in der Astrologie-Sendung, finde ich, hat er durchaus Dinge gebracht, also historisch auch, die er nicht verneint hat. Die wurden nicht verneint. Ja, da hatte ich da auch die Sabine, ich glaube, da mit aufgetreten. Ja, genau. Ne? Und die hat ja erzählt, das Gespräch mit ihm muss noch besser gewesen sein. Da ist leider auch etwas rausgeschnitten, weil die war auch nach dem Gespräch sogar sehr positiv von ihm. Allerdings wahrscheinlich war die Redaktion auch dabei, die haben dann noch ein bisschen zusammengeschnitten, aber es muss eine ganz positive Sendung gewesen sein. Gut, ich muss jetzt so ein bisschen uns wieder zusammenholen, also auf die Frage, wo stehen wir heute mit dem Einsatz der Astrologie im Heilungsprozess? Das kann ich aus dieser Diskussion entnehmen, es ist doch nicht alles Gold. Es ist auch Luft nach oben da, aber sollten die Astrologie, kann ihren Beitrag, so habe ich es aber auch hier rausgenommen, in dem Heilungsprozess auf jeden Fall leisten und vielleicht noch ein bisschen auch dann eben uns und dann guten Astrologen das aufzuzeigen, wo das Potenzial eben der Astrologie liegt. So würde ich das einfach mal die Diskussion jetzt zusammenfassen. Also noch ein Schlusssatz? Bitte? Ich meine, wenn wir. Ja. Jetzt gucken wir Astrologie und Heilung. Wie stehen wir denn in Bezug zu anderen Disziplinen? Psychologie? Ja, gut, aber das ist ja gerade heute unser Thema. Genau. Wir hatten jetzt ja das letzte Mal hatten wir Astrologie und Theologie und so weiter. Nee, was ich sagen wollte, wenn wir sagen, es ist noch Luft nach oben, wie ist denn bei anderen Disziplinen? Sind die schon da oben? Müssen wir auch dahin? Oder sind wir vergleichbar? Darum geht es ja. Na, welche sind das? Ich habe im Baubereich gearbeitet über Jahrzehnte dabei. Also, was ist das denn? Dafür haben Sie Zeit, dafür binden Sie Kräfte. Wie erfolgreich ist eine Psychotherapie? Das wie auch immer. Und das Problem, das wir hatten, auch in den Griff kriegen, sind natürlich. Da kommt der Spiegel und findet irgendeinen Astrologen. Ja, genau. Und dann kann man sämtliche Vorurteile bestätigen. Ja, genau. Ich will keine Namen nennen, es gibt im Netz kursieren sogar relativ bekannte Namen. Da waren jetzt 3 Planeten im Fisch, da ist im Prinzip der Weltuntergang verkündet worden. Kollegen, die Therapeuten sind zufällig darauf gestoßen und haben mich angerufen. Ich habe gesagt, also Moment mal bitte, so geht es nicht. Oh, ne? Genau. Aber die stellen diese Videos auf YouTube und die haben eine Reichweite. Ja, ja. Dann machen wir das. Gut. Das ist okay. Ja. Ja, dann darf ich mich für die schöne, lebhafte Diskussion bedanken. Ich hatte vorher am Anfang überlegt, Mensch, eine Stunde, ob wir dann. Das ist nicht alles, aber ist ja toll, glaube ich. Muss ich ja jetzt eher bremsen. Wunderbar. Wir haben morgen noch mal eine Gelegenheit, noch mal eine Runde, ne? Zwei. Noch sogar zwei. Und dann, werden wir